der Glow by DM in Dortmund. Wir befinden uns wieder, wie ihr sehen könnt, im Bällebad. Und wir haben heute auch wieder jede Menge für euch vorbereitet. Es gibt wieder einiges zu gewinnen. Ihr könnt auch heute wieder eine vollgepackte Holobag gewinnen mit den neuesten Beauty-Trends und mit den neuesten Beauty-Produkten hier von der Glow. Und ja, wir machen auch heute wieder jede Menge Blogger-Talks und die erste ist auch schon da. Das ist die bezaubernde Annika. Hallo Annika, wie geht's dir? Ja gut, danke schön, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns auch. Du warst auch gestern hier schon auf der Glow unterwegs. Wie waren denn so deine ersten Eindrücke hier? Ich habe gerade schon gesagt, also gestern war so ein bisschen stressig, muss ich sagen, weil man irgendwo viele Leute gesehen hat, aber gar nicht dazu kam, mit denen irgendwo richtig zu reden, weil doch irgendwo ein straffer Terminplan war. Ich hoffe, dass ich heute noch mal ein bisschen auch mal gucken kann, was es hier eigentlich so gibt und was für Stände hier eigentlich heute sind. Ja, und du bist ja auch als Markenbotschafterin für BeRoutine hier unterwegs und hast uns auch schon die neuesten Produkte von BeRoutine mitgebracht, die es dann auch ja, ab Montag exklusiv bei DM zu kaufen gibt. Was hast du uns denn da Tolles mitgebracht? Das sind tatsächlich so meine Lieblinge, die ich euch jetzt hier mal zeige. Soll ich nehmen oder willst du halten? Dann halte ich in die Kamera. Sehr gut. Wir fangen an bei einer Tagespflege. Finde ich immer super wichtig. Gerade auch, weil die Pflege, also ich kann das ja hier mal schön aufmachen. Ich finde es immer süß, wie die verpackt sind. Es ist irgendwo, es hat was. Weil es ist nicht nur schwarz, sondern es ist so schön bunt. Jedes Produkt hat seine eigene Farbe. Das finde ich ganz geil. Und hier ist das Gute, da ist so ein, ich weiß gar nicht, wie man das professionell irgendwo nennt, aber da ist so ein Stoff drinnen, der die Haut richtig schön glatt irgendwo, so porenfein macht. Sehr wichtig, vor Make-up, sieht echt gut aus. Und da gibt es eine passende Nachtpflege nämlich auch dazu, die natürlich dann über Nacht das Gesicht irgendwo ein bisschen regenerieren soll. So, weil das ist nämlich super wichtig, weil sonst, ja, könnte das ganze Gesicht so ein bisschen geschädigt vielleicht auch irgendwann mal aussehen. Genau, ich habe auch die Tagescreme habe ich heute Morgen auch direkt mal getestet und ich kann auch sagen, die duftet extrem süß. Also super, super süß nach Urlaub. Genau. Alle Produkte, finde ich, riechen richtig frisch und da macht es irgendwie gleich Spaß, die zu benutzen. Ne? Weil sonst, ich weiß nicht, es hat irgendwo einen kleinen Nebeneffekt. Da auch sehr wichtig, abschminken. Nie vergessen, Mädels. Abschminken ist das A und O. Hier habe ich einen Make-up-Entferner für Augen und Augenbrauen. Ich meine, mittlerweile ist es Trend. Wir haben alle irgendwo die Augenbrauen richtig krass nachgezeichnet. Und ich kenne ganz viele, die super ja, wischfeste, wasserfeste Sachen benutzen und dann am Abend den Struggle haben, so, okay, funktioniert irgendwo nicht so ganz. Oder wenn ich ganz viel reibe, dann ist vielleicht die halbe Augenbraue noch mit draußen. Ja, habt ihr damit nicht das Problem. Also hier könnt ihr wirklich extra, steht sogar extra drauf, Wimpern und Augenbrauen. Richtig cool. Und fürs Gesicht habe ich hier eine Gel-to-Milk-Cleanser. Ich musste mir ganz kurz erklären lassen, wie das Wunder hier passiert, weil, das ist nämlich das Schöne, du hast es auf der Hand und dann sieht das anders aus, wenn das Wasser aber drauf kommt, ändert das die Textur. Und das genau, ich glaube, wenn man es dann ein bisschen anfeuchtet, dann wird aus diesem Gel so eine Creme. Genau. Ja. Und wenn das nämlich so gelig ist, dann denkst du so, okay, how? Und wenn das eben dann so ein bisschen flüssiger wird, sieht das echt, also super schnell geht das. Und danach, ne, hier mit der Nachtpflege und dann hast du eigentlich alles richtig gemacht. Also das sind so meine Lieblinge, die ich euch zeigen kann. Und geht demnächst jetzt auch dann online, bei DM raus. So, bei DM ist es jetzt dann bald erhältlich. Also dann könnt ihr das Ganze nämlich auch noch bei euch testen. Finde ich sehr cool. Genau, ja. Jeden Fall. Ja, total. Also im Online-Shop gibt es die Produkte auch schon. Ich finde auch vor allem diesen Augen-Make-up-Entferner auch super fancy. Der besteht ja aus zwei Phasen. Vorher immer gut schütteln und ich glaube ganz normal einfach auf dem... Das Öl drauf, das bringt auch nicht so viel. Nee, so ist cool. Genau. Also, dann einfach wieder ganz normal auf dem Wattepad auftragen und... ja, und es ist Glitzer drin. Und es ist Glitzer drin. Natürlich, auf der Glow es darf kein Glitzer fehlen. Nein. Ja, cool. Nee, wir freuen uns. Und was ich auch super süß finde, sind auch die Sprüche drauf. Jetzt hier zum Beispiel, can't get my eyes off you. Wie gesagt, allgemein, ich finde, es macht so viel her, wenn irgendwo auf deinem Bartschrank so ein paar bunte Sachen stehen. Das macht es irgendwo einfach, man hat mehr Spaß an dem Ganzen. Und deswegen finde ich das so schön, dass es halt einfach alles eine andere Farbe hat, alles eine andere Form und trotzdem irgendwo einfach super funktioniert. Also ja. Nicht nur süß aussieht. Ja, total. Wie ist denn so deine tägliche Beauty-Routine morgens? Die sieht tatsächlich immer anders aus irgendwie. Ich weiß nicht, also wenn ich Zeit habe, dann mache ich auch gerne mal eine Maske noch mit drauf oder lass das länger einwirken.
Und ganz oft ist es aber, dass ich lieber lange schlafe und dann muss in der Früh alles schnell gehen. Also dann lieber so 2-in-1 Produkte immer schnell nehmen. Also das ist komplett unterschiedlich. Ja, aber da sind die Produkte ja echt super, auch mit dieser Tagescreme und dem Primer. Da haben wir auch wieder ein 2-in-1 Produkt. Und genau. Hautweich, also du brauchst eigentlich nicht so dieses ganz deckende Make-up meistens dann oder so, sondern du hast ja schon eine feine Haut dann und dann hast du eben so einen Schritt schon mal gespart und hast auch nichts fleckig oder sowas. Ja, genau. Primer ist ja das Wichtige an dem ganzen Zeug. Ja, das vergessen auch extrem viele, den Primer aufzutragen, aber super, super wichtig als Make-up-Grundlage, genau. Ja, ich habe auch gesehen, du hast ja vor ein paar Tagen gepostet, dass du mit Yoga angefangen hast. Ich glaube, auch bei dir ist es ja auch extrem stressig, du bist extrem viel unterwegs. Hast du denn ja so ein paar Übungen, die man im Alltag so mit einbauen kann? Ich muss ja dazu sagen, ich war erst einmal. Also ich bin noch kein Profi, aber ich kann echt sagen, dass mich das irgendwo richtig runtergeholt hat. Also es gibt verschiedene Yoga-Sachen. Also du kannst auch irgendwo Yoga machen, wo du dann wirklich die Muskeln mit benutzen musst. Und ich habe eben mich jetzt entschieden, was zu nehmen, wo ich runterkomme. Weil ich merke, wenn man viele um die Ohren hat und wenn man irgendwo sagt, oh scheiße, morgen muss das noch machen und dann muss das Video online gehen, dann kann man auch nicht so gut schlafen. Und das hat mir echt geholfen, dass ich auch jetzt weiß, okay, dieses, dass man überhaupt erstmal komplett ein- und ausatmet, das macht schon so viel aus, weil wir die Lunge immer nur zur Hälfte irgendwo benutzen. Also sowas kann man immer zu Hause machen. Atemübungen gehen immer. Okay, muss ich auch mal später auf jeden Fall ausprobieren. Ja, wir machen danach mal erstmal ein paar Atemübungen. Genau. Ja, du bist ja auch bekannt für deine Haul-Videos. Wann dürfen wir denn mit dem nächsten Video rechnen und zu was? Kannst du uns so eine kleine Sneak-Preview geben? Da muss ich erstmal wieder einkaufen gehen. Nee, ich muss echt sagen, mich freut es ungemein, dass genau diese Videos einfach so gut ankommen und so einschlagen, weil Mode ist irgendwo schon immer ein Hobby gewesen, auch wenn ich das gar nicht so bewusst irgendwo gemacht habe, sondern du machst halt, du ziehst Sachen an, weil sie dir gefallen. Und wenn du dann auch noch so eine Reichweite hast, die irgendwo sagt, hey, mir gefällt das auch und ich finde das richtig cool, dann ist das Beste, was passieren konnte. Und ich glaube, wir Frauen, so jeder shoppt gerne und dann zeige ich das auch sehr gerne. Ja, und jetzt muss ich demnächst erstmal wieder shoppen gehen, dass ich was zeigen kann. Und mal gucken, vielleicht auch zu einem gewissen Thema mal oder so. Also da kann man mir echt immer schreiben, wenn man sagt, hey, wir haben bald Abschlussball, was macht man denn da eigentlich? Dann informiert mich darüber, dann kann ich da mal ein bisschen mich auch informieren, weil sonst kann es schnell immer wieder dasselbe nur werden oder sowas. Also da ist eure Hilfe auch immer gefragt. Also Mädels, ihr habt's gehört, schickt. Genau, wir sind ein Team. Ja, also ich glaube, wir Beauty-Mädels sind eh immer ein Team. Genau, du bist auch den ganzen Tag hier noch auf der Glow unterwegs. Wo können dich denn die Mädels hier finden? Ich habe nachher Meet and Greet. Fragt mich aber nicht, um welche Uhrzeit. Das klären wir noch. Das finden wir heraus. Also irgendwann hier hinten bin ich im Meet and Greet auf jeden Fall noch drin. Ich bin nachher noch beim Blush Hour Stand. Da habe ich eine Moderation tatsächlich sogar. Also da auch sehr gerne vorbeikommen. Könnt ihr euch kostenlos schminken lassen. Und es ist bestimmt noch irgendwas. Aber das habe ich auch schon wieder... Ich habe es auch schon wieder vergessen. Ihr findet sie auf jeden Fall hier irgendwo auf der Convention. Ja, super, Annika. Das ist alles bei mir in der Story fest. Also wer mich nicht findet, da kann man mich auf jeden Fall dann eher stalken, wo ich so rumlaufe. Genau. Ja, das trifft ganz gut. Also wenn ihr noch weitere Eindrücke von der Glow haben wollt oder von Annika, dann schaut einfach auf ihrem Instagram-Account vorbei. Und vielen Dank für deine Zeit. Danke. Ja, und genau die Produkte, also es gibt nämlich noch mehr B-Routine-Produkte, die zeigt euch meine liebe Kollegin um 13 Uhr auf Facebook Live in ihrem Brand Talk. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, dann wieder um 13.30 Uhr hier mit dem nächsten Blogger Talk. Bis dann. Tschüss.